1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Eigentlich sollte der Landtag heute auf Antrag der CDU über den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, Motor für Deutschland, Motor für die Welt, debattieren. Faktisch kam es aber rund 5 Monate vor den Landtagswahlen zu einer politischen Generaldebatte zwischen CDU-FDP-Regierung und rot-grüner Opposition. Stuttgart 21, so die Vorsätze der Landtagsparteien, sollte wegen den laufenden Schlichtungsverhandlungen ausgeklammert bleiben. Das gelang aber nicht ganz. Für die Regierung und die schwarz-gelben Regierungsparteien ist die Lage klar. Mit rund 5% Wirtschaftswachstum, zahlreichen Weltmarktführern und nur noch 4,7% Arbeitslosigkeit steht Baden-Württemberg nach der Krise glänzend da. Fast besser als überall anderswo. Ganz anders sieht dies naturgemäß die Opposition. Ich will nur mal darauf hinweisen, in diesem Zeitraum waren Bayern das Wachstum bei 3,2% und in Hessen bei 2,7%. Also gerade mal stark die Hälfte dessen, was wir in Baden-Württemberg haben. Für den Bund ist für dieses Jahr 3,5% prognostiziert. Mit der Arbeit der baden-württembergischen Landesregierung hat das ja überhaupt nichts zu tun. Nichts. Der Antrieb für die baden-württembergische Wirtschaft, das sind natürlich Bestellungen aus dem Ausland. Das heißt, die Weltkonjunktur ist sehr viel schneller wieder in Gang gekommen. Dass das Land jetzt so gut dastehe, habe mit 5 Jahrzehnten Landespolitik unter CDU-Beteiligung zu tun. So sieht es der Ministerpräsident. Kein anderes Flächenland in Deutschland hat eine so ausgeglichene Wirtschaftsstruktur wie Baden-Württemberg. Keines, auch Bayern nicht. Aber genau diese Struktur, die ist ja nicht vom Himmel runtergefallen. Rot und Grün wollen das so nicht gelten lassen. Da stellen wir doch fest, dass wir natürlich immer noch besser sind als andere Länder, aber unseren relativen Vorsprung langsam einbüßen. Und deshalb muss man doch mal die Frage stellen, gibt es Bereiche, in denen wir uns besser aufstellen müssen, damit wir unsere Spitzenstellung in vielen Bereichen halten? Aus grüner Sicht wird das Land seine Position nur halten, weil Betriebe eigenständig auf grüne Technologien setzen. Ein Thema, dessen Wichtigkeit CDU und FDP verkennen würden. Wenn ich mir die letzten Besuche vor mittelständischen Betrieben in diesem Land vor Augen führe, dann muss ich sagen, dass sie die wichtigen Herausforderungen, um die es da geht, gar nicht auf dem Schirm haben. Ja? Das sind die Unternehmen in diesem Lande schon viel weiter. Sie nehmen nämlich den globalen Wettbewerb um Energie und Ressourcen ernst. CDU und FDP sehen hingegen die größte Gefährdung für das Land in einer neuen rot-grünen Regierung und deren Technologiefeindlichkeit. Sie fordern nachhaltige Mobilität. Und die größte Bremse für nachhaltige Mobilität sitzt genau in dieser Reihe dieses Hauses. Denn wenn es nämlich um nachhaltige Mobilität geht auf der Schiene, gibt es nämlich nur einen Bremser und der heißt Grüne. Wachstum, meine Damen und Herren, braucht Wege. Und wer sagt, was man nicht baut, nämlich Landesstraßen, Bundesstraßen, Kreisstraßen, Flughäfen, seit neuestem auch keine Bahnhöfe und am besten auch keine Schnellbahnstrecken, der muss irgendwann mal sagen, wie sich Verkehr am Wirtschaftsstandort Nummer 1 der Bundesrepublik Deutschland noch bewegen soll. Da war sie am Ende also dann doch noch, die eigentlich ausgeklammerte Diskussion um Stuttgart 21. Über dieses Thema wird am Freitag dann außerhalb des Hauses im Rathaus von Stuttgart weiterverhandelt. Und jetzt noch eine ganz aktuelle Nachricht. Der Landtag hat heute am späten Nachmittag mit den Stimmen der Grünen und der SPD die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zum umstrittenen Polizeieinsatz vom 30. September im Stuttgarter Schlossgarten beschlossen. Untersucht werden soll unter anderem, ob es politische Einflussnahme auf die Strategie der Polizei gegeben hat. Wie hier am Universitätsklinikum Tübingen werden heute seit 6 Uhr morgens auch die weiteren Unikliniken im Land in Heidelberg, Ulm und Freiburg bestreikt. Hintergrund sind Tarifverhandlungen zwischen Vertretern der rund 24.000 Klinikbeschäftigten und der Gewerkschaft Verdi. Verdi will mit den landesweiten Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Verdi fordert 6% mehr Lohn, die Kliniken bieten unter anderem ein Plus von rund 1,2%. In Tübingen mussten mehr als 100 Operationen verschoben werden. Notfälle wurden aber nach Verdi-Angaben behandelt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.